Das Krankenhaus Riesa gibt es 2023 120 Jahre an dem Standort an der Weinbergstraße. Dieses Jubiläum wurde Anfang September groß gefeiert. Wenn auch die Zeiten für Kliniken im Moment nicht einfach sind. Ich glaube, wir sollten nicht immer nur das Negative suchen, das gibt es im Zweifel immer, sondern einfach auch gucken, wo wir stehen. Das merke ich immer, wenn ich doch international unterwegs bin, was wir für eine tolle gesundheitliche Versorgung in Deutschland haben und die wollen wir verbessern. Und diese Ambulatisierung, das heißt, die Menschen müssen nicht mehr so lange im Krankenhaus liegen, das ist ja keine Sparmaßnahme, das ist medizinischer Fortschritt, dass so viel Tolles getan werden kann, ohne dass der Mensch wochenlang im Krankenhaus liegen muss. Und das hat natürlich eben auch eine Umstrukturierung in Folge. Ich wünsche mir, dass alle Player im Gesundheitswesen eng zusammenarbeiten, die Ambulanten, die im Krankenhaus, die Stationären, die Physiotherapeuten, alle wie sie heißen, damit die medizinische Versorgung für die Menschen wirklich die beste bleibt. 120 Jahre Krankenhaus in Riesa. Das ist auch für den Vorstand der Elbland-Klinikengruppe Rainer Zugehör ein großer Moment. Also es ist wirklich eine großartige Feier heute und auch ein großartiger Anlass. Ich bin ja keine 120 Jahre dabei, aber wir alle sind wirklich stolz auf das Krankenhaus Riesa, auf alle Mitarbeiter hier und auf das, was in den letzten 120 Jahren von unseren Mitarbeitern und natürlich auch von ihren Vorgängern hier geschaffen wurden. Die Elbland-Kliniken sind ein kommunaler Gesundheitsversorger. Da spielt der Landkreis Meißen die Hauptrolle. Landrat Ralf Henzel zeigt sich zufrieden mit dem Verbund und mit dem Standort Riesa. Also die Klinik sieht auf 120 Jahre Geschichte zurück mit Höhen und Tiefen, aber ich denke, wir sind jetzt auf einem Level angekommen, wie es das so noch nie gab, mit dem riesigen Investitionsvolumen seit der Wende, was in das Haus geflossen ist, durch Fördermittel, aber auch durch Eigenmittel, mit einer extrem guten, breit aufgestellten medizinischen Versorgung für nicht nur die Riesaerinnen und Riesaer, auch für über den Landkreis hinaus als Schwerpunktversorger. Also großer Stolz ist mein Hauptgefühl. Mit einem Tag der offenen Tür zeigte man sich im Rahmen des Jubiläums der Öffentlichkeit. Die Bevölkerung der Region zeigte großes Interesse an ihrem Riesaer Krankenhaus. Da legten sich alle Mitarbeiter mächtig ins Zeug, um zu zeigen, was sie gemeinsam drauf haben. Immer im Sinne der zu versorgenden Menschen in Riesa und der Region.